Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty in Synapsia im Jahre 8. Ja, wir sind mittlerweile im Herbst. Ich habe ein bisschen so vor mich hingespielt, ein bisschen was gekocht. Zum Saisonwechsel in den Herbst gab es nochmal ein Event, wieder zerstörte Häuser. Das heißt, ich habe wieder alle Häuser reparieren dürfen oder einen Großteil. Das habe ich alles erledigt. Ich habe ein bisschen was verkauft. Ich habe ein bisschen was durchgekocht. Er steht immer noch vor der Tür. Der Junior ist mittlerweile 5. Moment, er ist 5. Können wir ihn jetzt endlich steuern? Wo ist denn hin, der Junior überhaupt? Ist er noch drin? Hallo Junior. Na, Edbert? Nee, kann man nicht steuern. Komm, ich Edbert, ich mach dir das Feuer an. Schade, ich dachte, man könnte mit 5 könnte man ihn steuern. Hat nicht jemand mal... War das nicht in der Option so? Einstellungen? Tastenbelegung? War da nicht was mit V? Haben die das rausgenommen? Was? Geist nach links? Geistkonstruktion? Eingaben? Ach, das ist wahrscheinlich der Baumodus. Der Prüfmodus. Das ist auch schön deutsch. Ja, das haben die rausgenommen anscheinend. Weil früher gab es V. Damit sollte man angeblich den Junior steuern können. Aber das wurde anscheinend rausgenommen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr von der Funktion drin. Ja, egal. Ja, willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Kann er jetzt arbeiten? Kann er einen Beruf kriegen? Wie, der kann arbeiten? Oder war das erst ab 6 Jahren? Arbeitsplatz zuweisen. Der Dorfbewohner ist zu jung. Na, das bestimme ja immer noch ich. Ich bin ja das Elternteil, der, also da können ja noch, können wir lang diskutieren hier. Entschuldigung, aber ne? Wenn ich sage, der Junior arbeitet bei den Ochsen, dann arbeitet er bei den Ochsen. Ach, wir haben gar keinen Kuhstall. Das lässt sich ändern. Ich habe nämlich, während ich hier so ein bisschen gebaut und getan habe, sind Dinge freigeschaltet worden. Und zwar Taverne Nummer 3, die haben wir schon längst gebaut, das war es nicht. Wir haben einen Kuhstall freigeschaltet. Und eine Fischerhütte Nummer 2. Die könnten wir bauen. Müssen wir die alte Fischerhütte... Wir reisen erstmal das Ding ab, oder? Wir reisen erstmal die alte Fischerhütte ab. Ja, insgesamt habe ich jetzt lange für mich gespielt und gemacht und getan. Und ich muss sagen, dass im Moment zieht es sich wirklich hart. Und hier ist ja gar niemand. Hat er was in der Kiste? Hat er nicht. Hat er was im Fass? Hat er nicht, weil er da ja nur pökelt. Dass sich das im Moment so derbe zieht, dass ich jetzt so, sagen wir mal, noch diese Reste machen werde. Eigentlich wollte ich noch bis zum Unigost-Quest, das wäre im Jahr 10 spielen. Da müsste ich aber das Spiel erstmal ein bisschen für sich laufen lassen. Und da ist die Fischerhütte weg. Dann besorge ich mal ein bisschen Rundholz und dann bauen wir eine neue Fischerhütte. Dann sind wir auch vom Management sind wir dann mit beiden Hütten, also Fischerhütte und Kuhstall, sind wir bei 30. Moinsen. Ulrika. Sieht aus wie meine Frau. Ich dachte, das wäre die eigene Frau. Dann sind wir praktisch am Gebäudelimit und soweit ich weiß, ist in der Version von Medieval Dynasty gibt es nicht mehr. Also mehr Gebäude. Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir. Jetzt gehen wir von 10 Stück aus. Den Rest hole ich, wenn ich es gesetzt habe. Entschuldigung. Kein Respekt vom Dorfchef hier. So, dann bauen wir doch hier den Fischer wieder hin, oder? Hier ist doch eine schöne Stelle. Jo. Gebäude. Was ist denn das? Das hier? Fischerhütte? Jagdhütte? Fischerhütte Nummer 2. Oh. Sieht jetzt aber nicht sonderlich anders aus, oder? Die ist nur anders gebaut. Okay, Rundholz und Bretter. Okay. Gibt jetzt ein bisschen Gelatsche. Ich glaube, Rundholz waren da gar nicht drin. Da müssen wir erstmal die Bretter versammeln. Weil meine Holzfäller habe ich nämlich auf Stöckchen abgerichtet.
Ihr wisst schon, was ich meine. Dann holen wir erstmal Bretter. Vielleicht, wie viel können wir denn tragen? 54. Jo. Geht gerade so. Ja, also dann hat die Fischerhütte hat Holz statt Stroh auf dem Dach. Ja gut, wow. Ist ja jetzt nicht so aufregend. Ich muss sagen, kurz mal die, was mache ich jetzt direkt? Ich muss im Management mal die Holzhütten umstellen. Holzschuppen. Du bist hauptsächlich... Bretter, brauchen wir so viel? Nee, brauchen wir nicht. Jetzt stelle ich mal die Bretter auf 5. Die Rundholz hoch. Brennholz lassen wir auf 10. Und dann nehmen wir hier noch bei den Stöcken was raus. Machen wir es so. Und leider muss man das alles einzeln einstellen. Bretter. Dann machen wir es hier wieder hoch. So, da müsste eigentlich ein bisschen mehr Rundholz reinkommen. Ah, Moment. Wie viel haben wir denn überhaupt eingesetzt? Wie viel sind denn Holzfäller? 1? 2? Wieso hat Ulrika keinen Job? Weil sie mal... Ah, sie ist unzufrieden. Arbeitsplatz zuweisen. So, dann gehst du in den Holzschuppen mit. 1 Fäller. So, jetzt dürfte doch die Zufriedenheit wieder steigen. Dann haben wir 2 Kinder, 3 Kinder mit unserem 4 Kinder, aber dann haben wir sie alle. Haben wir eigentlich irgend noch ein Wohnhaus nicht besetzt? Das Starthaus haben wir nicht besetzt. Nur das Starthaus haben wir nicht besetzt. Okay. Naja. Ja gut, der einzige Vorteil, dass wir praktisch diese Fischhütte bauen, ist wahrscheinlich... Lediglich, dass wir nicht so oft reparieren müssen. Rundholz, alles Rundholz. Dann werden wir auch den Kuhstall nicht so einfach bauen können. Ja, das ist nämlich alles nur Rundholz, was hier fehlt. Mist. Gut, vielleicht können wir das Grundgerüst fürs Rundholz schon mal setzen. Können wir vielleicht jemand anderes abziehen? Wen haben wir denn noch? Wir haben halt viele Tierzüchter, die brauchen wir auch. Das ist das Problem. Wir haben ja die Hühner, wir haben die Schafe, die Schweine. Und eigentlich bräuchten wir noch jemanden, ne? Wir können halt mal gucken, ob wir noch jemand anwerben können für unser Dorf. Ihr seht oben rechts übrigens, habe ich eine Quest angenommen, wo ich Bären brauche. Leider habe ich überhaupt keine Bären mehr, weil das alles vergammelt ist. Das ist ein bisschen schlecht. Dann würde ich sagen, packen wir die Bretter weg. Nehmen uns die 150 Eisenpfeile mit. Die 14 Taschen. Und lassen die mal ein bisschen arbeiten hier. Ja, die Kühe würden uns nur Milch geben. Also wirklich brauchen tun wir sie auch nicht. Wir können drauf reiten. Ja. Als Reittier können wir sie leider auch nicht verwenden. Warte mal, dann gehen wir zum anderen Dorf. Dann laufe ich jetzt hier rüber nach Branica. Beziehungsweise hierhin. Dann nehmen wir aber die Brücke. Wir machen jetzt einen Herbstausflug. Mal gucken, ob ich irgendjemand überzeugen kann. Hatte ich nicht oben noch... Bewohner, die ich noch nicht überzeugt hatte, bei der Mine oben? Ich glaube ja. Problem ist, dass ich beide Dörfer dahin schon abgezockt habe, kohletechnisch. Sind wohl schon alle pleite, weil sie zu viele Pfeile von mir gekauft haben. Ja,
Ja, innertechnisch kann man natürlich jetzt noch viel machen. Man könnte jetzt noch Palisaden bauen, also praktisch einen Zaun ums Dorf ziehen. Mag ich jetzt nicht, weil da müsste ich halt erstmal ganze Zeit lang das Holz holen. Ich würde auf jeden Fall gerne die Unigos-Quest noch sehen. Aber das ist halt auch erst im Jahr 10. Also das sind noch zwei Saisons. Da müsste ich das Spiel mal parallel laufen lassen, weil was willst du machen? Was will ich euch zeigen? Ich meine, ich kann auch dem Stream-Chat sozusagen nicht zumuten, dann stundenlang dazu zu gucken. Da habe ich auch irgendwie gar keinen Bock drauf. Also davon abgesehen, jetzt irgendwie einfach einen langen Zaun zu ziehen, das macht jetzt auch spielerisch dann nicht so viel Laune. Mein Geschmack. So, wir gucken mal, ob es hier ein paar eventuell potenzielle Mitarbeiter gibt. Der hat doch hier so einen Karren. Wieso kann ich so einen komischen Holzkarren nicht haben? Das sieht doch aus wie so ein Schlitten wie bei The Forest. Moin. Jemand Arbeitswilliges dabei? Ihr beiden, ha? Ihr habt Bock. Kann das sein? Konrad, pass mal auf. Hast du mal Zeit? Wie ist dir denn ergangen? Findet er schon mal super? Schönes Wetter, oder? Findet er auch geil. Ich schaffe eine neue Siedlung. Irgendwie nach dem, was ich gesucht habe. Willkommen, Konrad. Ich begrüße dich in unserem neuen Dorf. Ich wünsche dir... auf Wiedersehen. Konrad kriegt aber von mir auf jeden Fall einen Job zugewiesen und vor allem eine Hütte. Konrad zieht Management. Der Konrad, der ist heimatlos. Das kriegen wir doch hin. Du kriegst hier das Haus Nummer 1. Und du wirst, egal wie du, was kann er denn gut? Egal, der wird's lernen. Du wirst auf jeden Fall in unserer Holzhütte weiterarbeiten. Oder was war Holzhütte? Warte mal, das gucke ich mal kurz. Holzfäller. Holzschuppen. Nee, warte mal, das war anders. So, jetzt auf Holzschuppen. Das ist das Bergarbeiter-Symbol. Da arbeitet Ulrika mit dem Bergarbeiter 1. Naja, gut. Und Konrad, kannst du gut bergarbeiten? Ja, du hast eine 2. Das ist doch schon mal besser als Ulrika. Das heißt, du arbeitest ab jetzt in dem Holzschuppen. Hier. Und du wirst Holzfäller. Nice. So müsste eine ganze Menge Holz für Bauarbeiten hinkommen. Dann habe ich noch Bathilda. Die ist auch nicht schlecht. Die könnte ich gegen Ulrika austauschen. Dann könnte Ulrika wieder in dem Dings arbeiten. Hast du mal Zeit? Jagd. Findet sie super. Geiles Wetter, oder? Findet sie auch super. Geiles Wetter, findet sie super. Ich schaffe eine Siedlung und sie hat Bock. Mathilda. Auch dir herzlich willkommen. Mit 24 habe ich einen perfekten Ehepartner für dich. Ich habe nämlich Konrad. Da ist auch noch ein Plätzchen frei, Mathilda. Warte mal kurz. Du ziehst auch ins einfache Haus. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen umdisponieren. Müssen wir nämlich Ulrika, wie kann ich den Job entfernen? Kann ich das irgendwie löschen mit X? Du bist arbeitslos. Und unsere Bathilda, die wird zur zweiten Holzfällerin. Nice. So, dann haben wir den Job schon mal gut verteilt. Wo sind die Händler hier in der Umgebung? Die verstecken sich. Guck mal. Ich hätte für dich anzubieten Säckel. Und dann hätte ich noch anzubieten Pfeile. Und da ist er pleite. Haben wir noch irgendwelche Händler hier? Hier gibt es nur einen Händler oder was? Das ist ja schwach. Dann müssten wir jetzt eigentlich nochmal rüberlaufen. Nochmal kurz bei den Nachbarn vorbeischauen. Ein bisschen was hätte ich gern noch. Hier sind auch Mass. Guck mal, wir können mal bei unserer Mine vorbeigucken. Waren wir auch schon lange nicht mehr.
Und dann ist die Saison schon fast wieder vorbei. Und da ist das Dach ein bisschen kaputt. Yay, wir können es reparieren. Die Mine selber sieht noch gut aus. Also ein bisschen Stroh, ein bisschen Stöckchen. So, wird schon passen. Der Rest kommt eh gleich wieder rein. Da haben wir die Tür ganz. Und da drüben. So, hübsch. So, jetzt müssen wir nur die Fischerhütte schnell fertigstellen. Ah, 20 Rundholz ist schon mal besser als gar kein Rundholz. Die restlichen Eisenpfeile verkaufen und sollen wir ihr einen Job geben? Ich glaube, bevor die Stimmung von Ulrika hier irgendwie in den Keller sackt, geben wir ihr einen Arbeitsplatz, oder? Lebensmittellager. Komm. Es ist zwar alles sinnlos mit den Lebensmittellagern, weil der Ladenbesitzer, aber dann dürfte sich zumindest die Stimmung wieder stabilisieren. So. Dann geht's Richtung Dorf. Wir verkaufen die restlichen Eisenpfeile und was wir noch so haben. Wir können ja mal gucken, ob hier was noch fertiggestellt worden ist. Jo, einmal Eisenpfeile noch. Und was haben wir noch, was wir verkaufen könnten? Wir können ein bisschen was Verdorbenes verkaufen. Ah, ne, gibt kein Geld. Schade. Wer hätte es gedacht? Ne, sonst haben wir nichts, ne? Einen Bogen hätten wir noch zu verkaufen. Weißt du was, ich verkaufe jetzt den Bogen. Und die eine Tasche. Jo. So, ab ins Dorf, mal Hallo sagen. In der Hoffnung, dass wenn ich jetzt nach Hause komme, dass genügend Holz da ist, dass wir den Fischer wieder aufmachen können. Ulrika war so glücklich in ihrem Job. Dann habe ich einfach den Arbeitsplatz entfernt. No, hier gibt es keinen einzelnen Händler? Ach, verarscht mich, Leute. Wo sind eure Händler? Doch, hier. Hä, wieso sieht man das denn nicht? Ach so, weil das Ausrufezeichen da drauf ist. Ein Kunde. Was? Denkst du etwas daran, etwa in einem anderen Dorf zu kaufen? Du scheinst den Wettkampf zu mögen. Was? Ich stelle die besten Produkte in unserer Region her. Vielleicht sogar im ganzen Land. Oh, soll ich das annehmen? Wir sind kurz vor Saisonende. Ich probier's. Ich gebe die neueste Arbeit, die ich gerade gecraftet habe. Du gehst in einem anderen Dorf und zeigst sie der Betrügung. Sag ihr, dass das Beste ist, was du je gesehen hast. Okay, das werde ich machen. Edle Schuhe. Was ist denn das für eine Quest? Das ist ja irgendwie spannend. Das habe ich noch nie gehabt. Der Bogen wird verkauft. Und Eisenpfeile verkaufe ich dir noch. Nice. So, 15.000 Schekel haben wir. So, was müssen wir jetzt hier aktivieren? Hoffentlich kriege ich das noch fertig. Nähe mich. Was? Nähe mich? Wo muss ich denn hin? 516 Meter in die Richtung. Alter, und das kurz vor Feierabend. Was? Nehmen wir lieber den Bogen in die Hand. Pfeile haben wir am Start. Da unten sehe ich nämlich schon hier so eine wilde Eber. Oh, der will sich paaren. Ich will nicht gepaart werden. Geh weg. Ich will nicht gepaart. Ist das bei mir? Wo ist denn das? Moinsen. Na? Auf dem Weg zur Arbeit? Hä? Wo soll ich denn da hin?
Was? In meinem Dorf? Liefern bis Henrika. Moment, wow. Was ist denn hier los? Meine NPCs, die ich angeworben habe, die kommen jetzt ins Spiel bei dem Spiel? Zu meiner Schneiderin. Wie geil ist das denn? Da werden meine NPCs als von ihren Berufen her in die Quest aufgenommen. Das ist ja, zum ersten Mal, dass ich eine Quest mache, die nicht irgendwie dämlich hol mir das, bring mir das ist. Gut, da gab es noch diese eine Quest, ne, wo man irgendwie diesen verbuddelten Schatz oder sowas finden musste. Das weiß ich noch. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Konkurrenz zu meiner Schneiderin, als gäbe es da Konkurrenz. Die ist außer Konkurrenz. So. Hier. Ein Näher aus einem anderen Dorf, eine Näherin, hat mich hier vorbeizukommen. Was möchte sie? Ist das ein Trick? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Hm. Das ist gut, aber nichts im Vergleich zu meiner Arbeit. Geh und zeig sie ihr. Zeig ihr, dass ich viel schöner als... dass sie viel schöner ist als ihre. In Ordnung. Liefern Pelzhaube. Oh Gott, jetzt aber schnell. Es ist nämlich Saisonwechsel und die pennt mir nicht weg vorher. Das ist ja cool. Wird mein NPC mit eingebunden. Nice. Hab ich jetzt nicht erwartet. Gerade noch über das Spiel gehatet. Ja, das Spiel ist auch schon... Oh, Fischis. Wartet doch. Da sind Fischis im Wasser. Hallo. Naja, die wollen nicht mit einem reden. Jetzt aber schnell. Auch ein Bürgermeister kann mein Botenjunge sein. Das ist doch gar kein Problem. Bei der Gelegenheit schlürfe ich mal kurz. Vielleicht schlucke ich auch noch einen Fisch mit. Alles in einem. Ach ja. Also wo ist mein Kollege hier? Mein Bergbauer. Der ist noch nicht unterwegs, ne? Sieht schon schön aus, mein Dorf. Ich will keine Palisade ums Dorf bauen. Wenn hier mal irgendwie NPCs reinkommen, die uns angreifen, dann können wir immer noch eine Palisade hochziehen. Da mache ich nicht mit. Hm, ach so. Ganz vergessen, dass es Tiere gibt, die sich mit einem paaren wollen, ungewollt. Lassen wir doch mal lieber. Und go. Das war doch die Stelle, wo wir mal verzweifelt Lehm gesucht haben vor vielen, vielen, vielen Folgen. So. Da sind wir doch. Lord of the Dance. So, ich bin zurück. Was hat sie dir gesagt? Hat sie endlich zugegeben, dass ich besser bin? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Ich will ihre schreckliche Arbeit nicht sehen. Sag mir, welche Arbeit besser ist. Ja, tut mir leid, aber dein Gegenstand ist eindeutig besser. Kein Wettbewerb. Nee. Unsere ist besser. Wie kannst du es wagen? Du weißt nicht, worum du redest. Gib mir meinen Gegenstand zurück. Du weißt offensichtlich nicht zu schätzen, wie großartig er ist. Ich werde da mal weg sein. Haben wir noch gemacht? Haben wir noch erledigt? Schön erstmal die Konkurrenz vergrault. Was habe ich jetzt gekriegt? Zwei Pelzhauben oder sowas, ne? Irgendwo war es doch. Eine Pelzhaube. Ne, Moment. Hä? Wie kann ich eine Haube und eine Pelzhaube aufhaben? Ach so, das zieht man drunter. Dann kann ich hier doch die Haube verkaufen. Gucken, ob sie es merkt. So, sei nicht böse, aber ich habe dir was zu verkaufen. So. Schön. Auf Wiedersehen. Das war doch meine. Nein.
So, 15.827 Schekel haben wir. Das ist eine Menge. Moinsen. So, es geht zurück. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann bauen wir den Fischer fertig. Bis dahin. Tschüss.